sag mal, Meister, der Onkel da vorne in diesem merkwürdigen Schmuddelvan hat gesagt, wir machen Spritzenweitwurf drüben am Fixerbrunnen. Was hat denn das zu bedeuten? Naja, weißt du nicht, was Fixer ist? Nee, was ist denn das? Naja, das ist, dann nimmst du dir hier so ein Dartpfeil, die hier überall rumliegen, ne? Diese weißen. Ja. Mit der rostigen Spitze. Das ist doch Blut. Ja, da kriegt man Tetanus vor. Warum liegen hier überall Gummibänder rum? Hier, guck mal, das ist die Löffelkiste. Da nimmst du dir zwei Löffel raus. Und hier vorne am Feuerzeugschrank. Da ist ein Gasbrenner. Oh, wow. Was mache ich denn damit? Ist alles gut. Das ist von der Stadt organisiert hier. Alles frisch. Oh Gott. Alter, guck mal, jeder Zwerg hat hier aber auch, ne? Der hat irgendwie so eine komische Flasche. Ja, jeder hat hier so sein eigenes Utensil. Ja. Er hat eine Flasche Meth. Oh, aber heute haben wir den Urban X. Ist der besser Urban als der Prime X? Vista? Nee, ach Quatsch, Prime Vista. Urban X ist so ein Straßengerät. Darauf spritzen Urban Jugendlichen X? Ab, aber in Fachkreisen ist er nur solide. Alter, das ist aber richtig Rost auf der Kelle, ne? Also ich glaube, das dauert. Ist das ein Metallbrunnen oder das was? Das ist, glaube ich, ein Stahlbrunnen hier. Ein guter alter Stahlbrunnen. Eisenbrunnen. Der Eisenbrunnen, da habe ich mir gestern Operation eine Spritze gedrückt. Eisenbrunnen. Am alten Eisenbrunnen, da habe ich mir eine ordentliche Tetanusverseuchung geholt. Da habe ich richtig schön Tetanus gestern. Ah, da drüben am Spritzenautomat. Da gibt's Tetanus. Jetzt alles. Jetzt neu von Kreis Industries. Der Spritzenautomat. Aber der schmutzige Spritzenautomat. Wow, mit Gebrauchten. Wow, eine echte Gebrauchte. Ich drück mir heute einen Gebrauchten. Gebrauchtspritzen.com. Gebrauchtspritzen24.de. Was? Mietspritzen, nicht gereinigt. Mietspritzen. Oh Gott, ey. Aber ich glaube, ich mache erstmal hier Außenwand so. Ich mache das Innenbecken. Aber hier ist kein Kleingeld drin. Nee. Normalerweise, ne? Ja gut, das haben wir schon rausgenommen. Schön Brunnen tauchen. Steckt was denkst du, was da so drin ist? Denkst du, da ist schon gut Geld drin? Was, in so einem Brunnen? Ja. Ja, kommt drauf an. Neulich habe ich in der Stadt einen Jugendlichen gesehen, der sich da das ganze Geld rausgepickt hat. Das darf man ja sogar, ne? Das ist nicht mehr illegal. Ich weiß nicht, ob das illegal ist. Keine Ahnung. Nee, das ist nicht mehr illegal. Ich habe da irgendwas mal gelesen. Es wäre aber schon lächerlich, wenn man nicht containern darf. Ne? So Lebensmittel, die noch essbar sind, darf man nicht mitnehmen, weil es Diebstahl ist. Aber im Brunnen des Euro, die Euros klauen. Das ist cool. Das ist hip. Auch so ein schöner Brunnen hier. An sich ist es ein schöner Brunnen. Das ist schon ein schönes Ding, du. Unten am Baba-Billy-Brunnen. Sag mal, geht hier der Weiße? Ne, die Weiße ist total unnötig, ne? Die Weiße, Weiß das kriegst ist du so eine, nichts weg. Nee, das ist so eine Softdüse. Ich das sag, ist die so gelbe eine Softdüse, ist so ja. Die, vielleicht manchmal, die Grüne ist halt, aber dann, ne, dadurch wird der Radius halt ein bisschen kleiner. Ach, das ist hier so ein Steinreiniger, den wir dabei haben. Das ist Stein, was wir hier abschmelzen. Du siehst ja oben immer da an dem... Ja, das ist ein ordentlicher Stein. Ich muss erstmal dem Zwerg hier ordentlich seine... Ordentlich an die Mütze lang. Seine Vase schrubben. Alte Vasenloch. Vasiloch. Onkel Vasiloch hat gesagt, putz du nicht meine Tonöffnung. Blubber, blubber, blubber. Ja, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, ein relativ schneller Job, oder? Ja, es ist, so wir sagen das immer, ne? Aber guck mal, wir sind jetzt schon ein paar Minuten drin. Ja gut, diese kleinen Eisendinger, ne? Die kleinen Eisendinger, das wird, glaube ich... Ja gut, aber die sind mit der Tingeldüse, der Kitzeldüse, mit der roten geht das. Mit der roten Kitzeldüse, mit der Ernie 4000. Die Kitzelmichdüse 4000. Mein Onkel hat den immer auf meinen Pilusch gehalten. Mein Pilusch. Boah, Alter, aber Ranz ist hier dran. Ja, ist ordentlich Ranz dran. Von den Skater-Kids ist das alles. Die sind hier schön hingefallen. Schön mit Bugs und so. Mir drauf geblutet. Im Gesicht dann. Ziemlich viel Blut am Brunnen. Das ist alles so, deswegen ist das auch so braun. Na, den nennt man auch den Schwanzbrunnen. Der alte Schwanzbrunnen. Beim Grinden abgerutscht. Da sammeln sich immer die Homeless People, um halt zu waschen. Um ihr Geschlecht zu reinigen. Hier ist ja kein Wasser mehr drin. Das ist das, deswegen ist so braun. Naja, das ist die Ablagerung. Das Wasser wurde abgelassen, aber das ist hier die Ablagerung. Warte mal, wie schüttet man denn nochmal in seinen
in sein Saftding da was rein. Ja, das ist auch unnötig. Ja, aber was war denn nochmal das Nachladen? Er wahrscheinlich. Ja, was macht er hier gar nicht? Und er blubbert aber gut weg. Guck mal, ich blubber hier rum und das läuft. Musst du ja trotzdem nachher nochmal drüber, weil da ja immer diese Lücken bleiben quasi. Ja, aber fürs Grobe, weißt du, wenn du noch schön mit der groben Kelle da durchschlagen willst. Ja, aber du machst ja das Grobe automatisch auch mit dem anderen Ding. Also ich habe das zeitlich, hat das bei mir nie einen Unterschied gemacht. Hat halt nur immer Geld gekostet. Ja, aber ich verschwende hier gerade gar nichts. Ich glaube, das ist verbuggt. Ich glaube, der hat das irgendwie Buggy-Doodle gemacht. Ich habe hier 4 Liter, ne? Und die gehen einfach nicht weg. Die halten sich. Vielleicht hat der Urban X eine Spardüse. Meinst du? Meinst du? Kann gut sein. Jetzt neu mit der Spardüse? Boah, aber ich musste echt wirklich die Ritzen, da musst du richtig schön aufpassen. Die Ritzen und so, ja, da musst du richtig schön unten rein den Dreck rausbürsten. Meiner hier, mein Hochdruckreiniger, der hat noch so einen Bürstenaufsatz, der kann sich richtig schön über den Boden fegen. Ja, ja. Habe ich auch so ein, wo sich drinnen auch noch was dreht. Das ist drin geil, Teil, ne? Das dreht sich irgendwie, ja, die sind cool. Kannst du halt, die Veranda schön abschrubben. Ja, ich habe ja draußen so einen Holzboden da auf der kleinen Terrasse. Schön das Moos von Mutti wegmachen. Damit ging das ganz gut, weil dann der Druck auch nicht so heftig ist und du dir das Holz da wegsplatterst. Muss man aufpassen, ne? Ja, klar. Muss man aufgucken. Wenn du, wenn du da voll drauf ballerst, dann kann das Holz splittern, ja. Unteres Becken. Ich spritze im unteren Becken. Ich blubber hier alles weg. Bei mir blinkt's und blinkt's. Ich habe hier richtig einen Rausch der Blinkereien. Ja, ich mache hier gerade großflächig die ganz großen Dinger. Großnussig. Ja, hier diese Dekorationsdinger, die halten halt was aus, du. Obwohl, ja, schmilzt ganz gut weg. Dieser Boden, ne? Das ist so ein... Außenmauerdekoration, das ist fies. Die kleinen, das ist halt Metall. Ja, ja. Wie gesagt, da nimmst du entweder die rote Kitzelmichdüse. Ich mach die hier gerade weg. Der Urban X. Streetwear vom Feinsten. Da muss man mit umgehen können. Muss man mit umgehen können, ja. Aber sowas kann man auch nicht in irgendeiner Hochdruckreiniger-Uni lernen, sondern da musst du auf die Straße. Hochdruckreiniger-Uni. University of High Pressure. High Pressure University of California. In Kalifornien gibt's für alles eine Uni, ne? Ja. Da habe ich mein Exorzistendiplom. Habe ich da hier. Online habe ich den gemacht. Im Online-Kurs. Mit Pater Churchill. Pater Churro. Pater Churro. Ganz komischer Kerl gewesen. University of High Pressure. Ich muss sagen, mit dem Ding hier, dem Urban X, boah, da schmilzt der Dreck. Zack. Habe ich hier den. Der große Teil hier, das ist schwer. Die großen Böden sind. Ich mache hier gerade diese ganzen Deko-Dinger noch sauber. Aber das läuft hier. Richtig schönen Druck drauf. Ist aber, da siehst du wieder, der Brunnen ist dann am Ende doch wieder größer, als man denkt, ne? Es ist immer... Ja, wir machen einen guten Job, guck mal. Das zieht. Meister, das zieht. Und später gebe ich mir noch eine gebrauchte Spritze zum Feierabend. Am Feierabend kriegt ihr ja noch eine gebrauchte Spritze aus dem Leihautomaten. Aber nicht vergessen, dann in die Pfandrückgabe wieder reinzubringen. Ja, dafür gibt es nämlich 50 Cent zurück. Aber du musst ungespült, bitte. Nicht desinfiziert. Wir haben eine Familienspritze. Teilen wir uns untereinander. Von meinem Großvater geerbt. Ist auch noch das Familienkondom. Mit dem Fixer-Besteck haben sich 3 Generationen schon umgebracht.
Weil da hier der Uterus. Der Uterusbrunnen. Der Uterusbrunnen. Utes Uterus da drüben. Der Guterus. Der Geilerus. Ah, ey, hier schön das. Boah. Alter, die Dinger sind krank. Das ist kranker Scheiß. Richtig kranker Abspritzdreck ist hier drüben. Mit diesem Trick. Wenn Sie über 50 sind, sollten Sie dieses Video nicht schauen. An alle Menschen mit dem Jahrgang 81 jetzt hier klicken. Ja, oder ja. Sowas, ne? Ja, ja. Tausende von Euro können Sie sparen, wenn Sie Jahrgang 81 sind. Das ist einfach die Befriedigung, ne? Es ist. Das Braun ist weg und du denkst dir, wow. Es friedet. Ah, oh, können hier richtig schön absahnen. Boah, es schmilzt halt so schön. Ich habe nur dieses Blubberding. Irgendwie ist so ein Bug, dass ich hier, so eine Art Allzweckreiniger drin habt, der alles wegschmilzt. Ist voll geil. Ist richtig angenehm. Ich blubber hier die ganze Zeit durch die Gegend. Schmelze hier den ganzen Dreck weg. Es ist schön. Ich empfinde Freude. Ich empfinde Freude und Spaß. Ist einfach das beste Spiel aller Zeiten. Ja, ja. Also wenn das Leute erfunden wissen, hat, das ist ein Genius. Aber wie gesagt, ich warte noch so, was ist so richtig so Weltwunder und so wäre geil, ne? So die Freiheitsstatue. Ja, da Tage brauchen wir halt einfach jetzt noch so einen Workshop. Du musst einfach einen Workshop reinhauen, dann hast du es bald alles. Ja. Ich meine, beim anderen Putzspiel, da ist ja auch ein Workshop, da gibt es ja tausende Jobs. Da kannst du wirklich putzen ohne Ende. Ach so, bei Viscera. Mhm. Ja, aber Viscera hat nicht diese... Diese Befriedigung, ne? Ja, ja. Diese Schmelzen hat es. Das ist anders. Nicht. Ja, ja, genau. Das ist anders, ja. Das hier hat so diesen. Ja, ne, wie oben dieses Zeug, was auf der Zunge knistert, weißt du so? Was so ein bisschen in den Kopf reinknistert. Man hofft immer, dass es auf der Zunge plopp macht, weißt du? Zwischendurch macht. Manche knallen dann so richtig auf der Zunge. Und dann freut man sich. Ja, das ist halt schon geil. Das ist eine Erfahrung, die eigentlich jeder Mensch einmal machen sollte. Zack, aber guck mal, hier läuft. Oh, schön. Wenn so ein ganzer Boden Butz macht, ne? Ja, ja. Das sind die Momente im Leben. Das sind die Momente im Leben, sag ich dir. Du, Großvater, was war denn einer der schönsten Momente in deinem Leben, als du Oma geheiratet hast? Nee, damals am Tanzbrunnen. Ich hab so lange geschrubbt, aber dann hat's Butz gemacht. Dann hat's Pling gemacht und mein Leben war wieder in Ordnung. Die alte kann ich doch vergessen. Die alte Fregatte. Er kann sie nicht mehr segeln. Da ist das Segel schon gerissen. Die Segellippen sind schon gerissen, das flattert doch nur noch. Kann ich mir bildlich gar nicht vorstellen. Siehst du die Ärmel von dem Zauberer da drüben? Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe meine Unschuld verloren. Boah, einfach hier wegrasieren, einfach nach drüben ziehen, richtig geil. Dann wird hier das Feld ordentlich abgegrenzt. Bei mir blinkt und bleibt. Das ist nice. Macht den Opa immer ganz wuschig, wenn es blinkt. Oh, jetzt verwöhne ich hier noch einen Zwerg. Auf dem dicken Krug. Auf dem dicken Krugi? Auf dem Krugi-Fass. Es ist doch geil, so ich mache erst den Rand, weißt du so? Und dann kann man hier den Rest einfach so wegspreaden, ne? Das ist einfach geil. Es ist geil, ne? Jeder Schritt nach vorne ist ein bisschen sauberer. Aber guck, ey, 28%, ne? Das ist...
Ja, aber das zieht sich jetzt alles schnell zusammen, glaub mir. Puzzleteile sind gelegt, auf einmal macht's bam, bam, bam und dann ist der Drops auch wieder geleckt. Ja, der hat viele große Flächen hier. Der hat viele große Flächen einzeln verpackt. Guck mal hier, zack. Ich mach hier nur mit der alten Blubberdüse. Heute wird geblubbert, das ist ein Blubber-Spezial bei mir. Ein Blubber. Onkel Blubber hat ein Problem mit seinem Magen. Man hat den Onkel Blubber. Er konnte nicht lachen, ohne zu erbrechen. Hm? Lach, lach, lach. Bäh. Der wurde nur 38. Und das nächste Stückchen. Gibt Plug keine Chance, ne? Hier schön den Plug runter machen. Schön den Plug mit der extra, mit der Kohlenstoffdüse. Schön mit der Kohlenstoffdüse. Bam. Oh, geil. Wird halt auch direkt immer so hell hier dann, ne? Ja, es wird so richtig hell. Davor war es depressiv und schmutzig. Und jetzt ist es rein. Sauber. Deutsch schon sauber. Deutschen sauber. Die Deutschen, die machen sauber. So, guck mal hier. Da schmilzt der Schlamm weg. Die Befriedigung, die das Spiel so gut macht. Man will immer wieder zurückkehren. Ja, klar, es ist... Mal immer wieder hier am Brunnen, Spritzelein. Es ist ein bisschen so wie beim Spritzenweitwurf. Einmal angefangen, kannst du nicht aufhören. Denkst immer, ey, diesmal knack ich den Rekord. 5 Treffer in eine Vene. 5 Treffer in eine Vene auf 7 Meter. Bling, überall macht's bling. Also eigentlich muss ich seit einer Woche das Wohnzimmer aufräumen, ne? Kein Bock. Ja. Krieg's nicht geschissen. Aber hier ist geil, ne? Aber hier so, oh, Powerwash, nice, nice. Digital putzen ist geil. Ey, also wenn ich mein Wohnzimmer aufräumen könnte, indem ich einfach mit einem Wasserstrahl reinballer. Oh. Eigentlich könntest du es, aber wir halt nicht viel Möbeljahr noch drin. Ja. Wenn du sagst, naja, Möbel, war eh nicht. Hauptsache die Wand ist weiß. Hauptsache die Wand ist weiß. Ich sage, es geht trotz Blubbi geht es nicht unbedingt viel schneller. Das macht aber Spaß, mal hier ein bisschen. Eigentlich macht das sogar noch schlimmer, weil dann immer diese kleinen Fetzen überall übrig bleiben. Oh, guck mal, ich habe ja alles gereinigt jetzt schon. Der ganze Außenbereich hier ist alles clean. Diese Deko-Dinger sind ätzend. Muss ein Metallreiniger reinladen. Ja, ich habe aber irgendwie so einen Bug. Der verschwendet hier kein Putzmittel. Jetzt will ich es irgendwie auch nicht rausnehmen, das Zeug. Putzmittelrabatt. Von der Regierung. Von der Regierung, ja. Alles teurer und haben die gesagt, ey. Die Scheibenwischergemeinde, ne? Die geht zugrunde sonst. Das ist eine Zunft, Leuten auf der Straße das Scheibenwischen aufzudrängen, ja. Schön aufdrängen. Irgendwelchen klebrigen, schlechten mit Honig. Fensterreiniger. Honig und Wasser ist meine Mische. Ich gefährde Leben mit meiner Zunft. Was ist das für ein Putzmittel? Honig mit Wasser. Stell dir vor, jemand macht das wirklich. Einfach so Honig mit Wasser. Sekundenkleber. Sekundenkleber. So alte Brittstifte oder sowas reingemischt. Boah. Ich mach mal hier oben den Kranz von oben.
Weil auch diese ganzen Metallknoppe hier schon. Ah, guck, das ist die nächste Fuge weg. Haben wir jetzt bald den Außenring, ne? Der ist dann schon clean. Ja, innen nur noch den Zentralbrunnen machen. Die Flächen innen sind auch soweit gut. Ja, wie gesagt, diese Metalldekorationsdinger nerven halt hart. Hätten sie den Brunnen einfach mal angeworfen? Das muss halt in Bewegung sein, weißt du, sonst... Nee, hier kannst du auch einen Zwerg abspritzen. Sonst setzt das Moos an. Halt ein Zwerg nochmal in der Achsel, ja. Hier noch den Sockel. Zwergensockel. Ja. Hier noch eine Außenmauerdekoration. Krone schön abgespritzt. Ja, diese Deko-Knöpfe hier, die brauchen Zeit. Musst du mit dem roten Ding gehen, die voll schnell. Ja, drauf. Ja, die haben halt viele Winkel, weißt du? Das ist das Ekelhafte. Deswegen musst du ja die Kitzeldüse nehmen. Die schießt alle Löcher weg. Ja, die machen wir zum Schluss. Metallreiniger rein. Oh, mit Metallreiniger einmal drauf. Ja, ja. Bam, weg. Sag ich doch, sag ich doch. Da schmilzt er schneller, als du gucken kannst. Guck mal hier, zack. Dreck darunter schmilzt. Aber wie schön das jetzt gleich aussieht, ne? Ja, ja. Es leuchtet gleich so richtig schön. Ja, es macht glücklich. So. So, jetzt noch hier in den Innenbereich. Vielleicht schaffen wir das ja doch noch alles in einer Folge. Was? Naja, guck mal, jetzt wenn wir noch ins. Wenn wir jetzt in 7 Minuten das Ding so richtig durchbatschen. Ja, 7 Minutes Batsch. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Denkst du nicht? Nee, das hat mein Urgroßvater auch nicht geschafft. Aber dein Urgroßvater war schon damals ja alt. Alt und ledrig. Profi war der. Profi. Mal Kaffee getrunken. Kaffee getrunken. Getrunkert. Kaffee trunke. Hallo, Mensch, Kaffee trunkert. Ja, guck mal hier schön den Entenkot abkratzen. Das schmeckt. Geht gut hier, erhöhtes Becken geht schnell. Es geht gut, ja. Was macht zwar oft Pling Pling, aber... Irgendwie der Fortschritt, ne? Irgendwas muss hier so richtig einen riesen Batzen Fortschritt, oder? Wahrscheinlich müssen wir noch den Van von dem... Erstmal in den Van einsteigen. Erstmal in den Van einsteigen? Oh, hier ist Glas hier drüben. Hier sind so Leuchten drin. Ganz edles Zeug. Oh, ist aber auch schon clean. Oh, hier einen schönen Riesenbatzen. Wollen wir den Dreck da rausjagen? Ja, aber guck mal, wir machen Pling, 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 ey, aber... Irgendwie nix Progress, ne? Keine Prozente. Kein Pling für Prozente. Das ist schon irgendwie merkwürdig, dass wir hier gar keine Prozente machen. Das ist schon sehr, sehr verdächtig.
Ich glaube, das erhöhte Beckenmauer. Ah, ne, da ist noch. Da ist noch dick. Okay, der Boden ist ja komplett eins. Weiß ich nicht. Oh, hier habe ich wieder so ein fettes Teil weggespritzt. Na, die Mauer hier ist auch ein Klopper. Hier schön. Die alles Außenmauer rein. Ist fertig. Also die ganz untere Ding. Ja, aber der obere Rand hier muss noch alles weg. Ja. Und da hängt richtig die Entenkacke drauf. Was haben die hier überhaupt zu suchen? Jetzt ist ein großes Stück davon rein geworden. Gereinigt. 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 Im Brunnen. Großvaters Tanzbrunnen. Mission Fixerbrunnen. Er hat gefixt. Wie kein anderer. Das war noch ein Spritzenschwengen. Ich glaube, von oben ist besser. Da kann man nämlich so... Ja, doch, das ist okay. Eine schöne Technik. So, das ist irgendwie so ein Schimmel, ne? So ein Pilz. Ja, da ist so ein Pilz, so ein Fungus. Glaspilz. Fungus maximalus. Fungus maximus. Fungus maximus genitalus. Rufen Sie Fungus maximus. Wo ist er? Wahrscheinlich im Badehaus. Man möge Fungus maximus zu uns führen. Er möge uns erklären, was das für eine Spore auf meiner Eichel ist. Ich war gestern im Tripperbad. Ich habe mir gestern eine kleine Badewanne mit 18 Herren geteilt. Ich erwarte... 18 Herren. Ich erwarte Ermittlungen. Erhöhtes Becken Innenwand. Also die Innenwand ist auch nochmal einzeln, aber... Tja, da müssen wir Stil, wohl hier oder? Abbrechen, ha? Ja, würde ich sagen, oder? 56%. Das ist ein Riesentrümmer. Das ist noch ein größerer Trümmer als gedacht. Das ist ein Trümmer, du. Guck dir mal den Drecksbrunnen an. So, Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dann wird weiter hart abgespritzt. Hart getrümmert. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.